Das Wetter der Woche. Ich sitze gemütlich bei meinem Lungenfacharzt Dr. Köhler, huste mir einen ab. Alles eilt, der Spucke, der ganze Mist vom Feinstaub nicht. Dann sagt mir der Köhler, nein, es ist alles verlogen, also es ist alles mit dem Feinstaub, das stimmt gar nicht. Diese Toten sind alle praktisch erfundene Tote, nicht? Wie der Trump ja auch Sachen erfindet, sagt der Köhler auch, die ganzen Wissenschaften, alles mit dem Feinstaub. Man kann fahren, man kann rauchen, was man will, fressen, saufen, etc. Überhaupt nichts ist bewiesen, was mich natürlich beruhigt hat. Als alter Raucher, ich habe 40 oder 50 Jahre lang Pfeife auf Lunge geraucht, schwarzen Krauser. Ich sage Ihnen, ich hätte schon längst tot sein müssen. Nicht? Aber jetzt ist zur Seite gesprungen dem Köhler der Johannes Sakkaros, ein Grieche, der explizit sagt, er geht nicht wählen. Und solche Leute braucht natürlich die Stuttgarter Zeitung. Sofort gesagt, jawohl, Sakkaros, du bist unser Mann. Und der Sakkaros organisiert natürlich den großen Unwillen der Stuttgarter Bevölkerung, der Dieselfahrer, die beschissen werden hinten und vorne, macht eine große Demo und die Stuttgarter Zeitung, ganze Seite für so einen Nichtwähler, nicht? Der eigentlich, normalerweise müssten wir solche Leute ausweisen, nicht? Weil sie sagen, ich bin nicht für die Demokratie, denn nicht wählen ist ja nichts. Und hallo, Sakkaros hat Neikaue. Aber er hat sozusagen die AfD sozusagen in den Griff gekriegt und da haben diese ganzen Fake News, nicht? Übrigens, die gesamte Medienwelt, fast alle vom Bing bis Durm, alles, was große Leitmedien sind, haben den Köhler, diesen meinen Lungenfacharzt, bejubelt und seinen Co-Autoren, der hat dann zwei Seiten Wissenschaft, haben die geschrieben im Januar und sofort in den Medien total komplett drin. Das gelingt mir nie, nicht mal mit dem Wetter in der Woche, so gut in die wichtigen Medien reinzukommen. Der Köhler hat die alle niedergemacht nach Strich und Faden und alle haben natürlich gejubelt. Bis jetzt kommt die. Jetzt kommt natürlich die Wissenschaft, gell? Und sagt, ja was, da sind wir, da täten wir ja, das täte ja alles gar nicht stimmen dann, was wir machen. Seit 20 Jahren weltgesundheitsorientiert ja alles nicht stimmen. Mit dem Feinstaub gibt es tatsächlich Tote, sagt die Wissenschaft. Stellen Sie sich mal das vor, ich habe sofort auch wieder mit meinem Kettenrauchen aufgehört. Und jetzt warte ich auf Ostern, weil da die Toten ja wieder auferstehen, wie Sie wissen. Also Ostern dieses Jahres, nicht? Die 10.000 oder 14.000, ein paar Tausend Tote, kommt es nicht drauf an, ich glaube 14.000 Tote in Deutschland, Wiederauferstehung zu Ostern dieses Jahres. Und der Sakkaros und der Köhler und die ganzen Konsorten werden an den Gräbern stehen, wenn sich das dann ganz leicht öffnet. Unter dem Blick des Herrn Zetsche.